Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und Leute, ganz, ganz wichtig, genau wie schon gesagt hier, schaut euch das Video von heute um 12 an. Da habe ich nämlich nochmal hier genau gezeigt, falls ihr mein Team noch nicht kennen solltet. Ich habe 5 Millionen Team-Upgrade gemacht, ich habe viel gezogen, was auch immer. Schaut euch das Video an, ist so eine Art Highlight vom Stream. Könnt ihr euch gerne anschauen, genau, ist wichtig und richtig, denn ja, weil sonst würde ich euch jetzt hier etwas zuvor nehmen, wenn ich jetzt auch gleich mein Team zeige und was auch immer. Deshalb, wichtig und richtig, wie schon gesagt, schaut euch das gern an. Jawohl, Leute, dann, wichtige Information, ich bin auf jeden Fall am Freitag wieder live, Freitag 15:30 Uhr, könnt ihr gern einschalten, wird es den nächsten Livestream geben und... ja, dann vielleicht auch schon mit Toti, man weiß es nicht. Toti soll ja vielleicht sogar am Donnerstag rauskommen, man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall eine wilde Sache, Leute. Und ja, das heißt, let's go. Und zwar, Leute, ich habe für dieses Video, wo habe ich mir mal ein paar Fragen rausgenommen. Und zwar wurde ich sehr, sehr oft gefragt, warum habe ich denn kein Division Rivals 80-Plus-Spieler bekommen? Wo sind meine 80-Plus-Spieler? Hast du die bekommen? Was auch immer. Ja, und da möchte ich euch mal ein bisschen was dazu sagen. Und zwar... ihr habt ja hier eigentlich angezeigt. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier. Erstmal ist dort oben ein 80-Plus-Spieler abgebildet. 80 bis 84-Plus-Spieler. Und wenn man auf Info geht, dann sieht man auch, dass man wohl ab Pro 3 einen Elite-Spieler bekommt. Einen Elite-Spieler bekommt man wohl ab Pro 3. So, so sieht es hier aus. Man bekommt pro Spiel hier, das bekommt man so und so. Und Aufstieg kriegt man so ein Zeug. Division-Zeug und Boni. Diese Boni bekommt man aber erst, wenn man, Leute, jetzt kommt's, tada, wenn die Saison vorüber ist. Und das, wir sind in Season 1, Saison 1, kann man ganz oben sehen. Jetzt habe ich drauf gedrückt, also guckt ganz oben links, oh, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern links, also rechts, nee. Jetzt muss ich mal drauf gehen. Jetzt könnt ihr es sehen, Leute. Jetzt könnt ihr es sehen. Und zwar, wenn oben der Pfeil, oben links hinter dem Pfeil, rechts daneben über versus Angriff steht Season 1, Saison 1. Da könnt ihr, könnt ihr sehen, welche Saison wir gerade haben. Und ihr könnt auch sehen, wenn man auf hier auf diese Events gehen sieht, da was auch immer, Saisonende in 21 Tagen. Das bedeutet, in 21 Tagen bekommt ihr euren Elite-Spieler. Genau. So sieht es erstmal aus. Das sind so die Saisonbelohnungen in diesem FIFA Mobile Teil. Die sind halt ganz anders als in FIFA Mobile 21. Aber damit muss man halt erstmal ein bisschen klarkommen. Aber genau hier nochmal für die Leute, die das jetzt erstmal noch nicht so ganz verstanden haben, wo jetzt was ist und was, wie, wo, wann funktioniert, wie auch immer. Also hier bis Saisonende warten, dann bekommt ihr eben eure Belohnungen. Kommt dann halt drauf an, welche Division, wo ihr gerade seid. Und dann bekommt ihr das dazugehörige Bonuspaket. Genau. Dann, hier habt ihr ja das Team gesehen von mir und zur Chemie wollte ich auch nochmal ein paar Informationen geben. Ich weiß, es gab schon ein paar andere YouTuber, die schon was dazu hochgeladen haben. Ich habe mich jetzt dazu trotzdem nochmal entschieden, weil bei mir eben trotz dieser Videos noch so viel offen geblieben ist und so viele Leute nach Chemie und allem Möglichen gefragt haben. Ganz, ganz wichtige Information, Chemie gibt es ab dem A-Level 8. Ab Level 8 gibt es die Chemie und am Anfang ist die Chemie auf Maximum 56 begrenzt. Jedes Level, was man dazu bekommt, wenn man Level 9, 10, was auch immer wird, pro Level wird dann das Chemie-Maximum erhöht. So, genau, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Ich glaube, um 2 wird es immer wiederholt. Ihr könnt mich gerne berichtigen in den Kommentaren. Also, um 2 Chemiepunkte wird das immer erhöht. Zur Chemie kann man eigentlich auch noch ganz gutes Dinge sagen hier. Und zwar... hier kann man nämlich zur Chemieansicht gehen, kann man sehen, wie die Leute ungefähr so alle angelinkt sind und kann dann auch sehen, ja, welche Spieler, ja, passen jetzt von der Chemie her gut ins Team und welche eben weniger gut. Und genau, es kommt halt dabei wirklich nochmal hier für die Leute, die vielleicht Chemie noch gar nicht so richtig kennen, es kommt halt darauf an, dass die Spieler angelinkt sind, dass sie sich auf gut Deutsch vielleicht miteinander verstehen, also selbe Liga, selber Verein, selbes Land, das gibt immer ein paar schöne Chemiepunkte und genau, und somit, ja, kann man sich halt was Gutes zusammenbauen und ist halt das Ganze mit Chemie und so. Falls ihr euch fragt, wofür braucht man das? Das braucht man noch nie im Leben. Doch, braucht man leider schon. Für Versus Angriff ist es ganz, ganz wichtig, denn in Versus Angriff wird
dann, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, man hat einen 97er Gegner, der 97er Gegner hat, ja, lass mal sagen, naja, hat 35 Chemie und ich habe ein 95er Team und habe 60 Chemie und das heißt trotzdem, dass wir gleiche Chancen haben, weil die Chemie eben dann bei sowas ausschlaggebend ist. Bei 1 gegen 1 nicht, aber bei sowas ist es wirklich ausschlaggebend und deswegen, Leute, pusht eure Chemie, ist wichtig und richtig, macht das auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall ordentlich reinstarten. Was mich auch viele Leute gefragt haben, ist nämlich das, wie funktioniert denn das Ganze mit den Spezialbewegungen? Also, Spezialbewegungen sind auch so eine Sache für sich. Hier seht ihr zumindest unten immer, welche Spezialbewegungen ihr besitzt. Also, was habt ihr für Spezialbewegungen und habt diese auch aktiviert? Heißt, ich habe zum Beispiel jetzt Flick hoch, Rainbow, Übersteiger und Ballrolle. So, hier steht, Rainbow hat eigentlich, eine ganz gute Bewertung. Das heißt hier, das Ganze ist auch alles aktiviert. Hier kann man nämlich auch hier die ganzen Plätze weiterhin vergeben und kann gucken, wer welche Skill-Moves hat. Zum Beispiel kann man hier sehen, wenn man auf Veränderungen klickt, dass man zum Beispiel sieht, dass Ronaldo, Salah, Fernandes und Sterling haben bei mir alle den Rainbow, den Übersteiger hat gefühlt fast jeder, Ballroller hat gefühlt fast jeder und Flick hoch hat wirklich jeder. Das hat sogar Mendel. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Hier kann man die dann auch auf jeden Fall alle sehen. Und sieht man auch, wie man die anwendet. Also wenn man nach unten wischt, wenn man nach zur Seite wischt, wenn man nach oben wischt für ein Rainbow und auch wenn man eben zur Seite wischt für den Flick hoch. Wir können das Ganze mal austesten. Let's go. Zack, da kann ich euch mal zeigen, wie das alles funktioniert. Und zwar, wir haben hier ein schönes Testfeld von EA vorgegeben. Das ist eine ganz gute Sache. Und da können wir jetzt das Ganze mal anwenden, indem wir einfach mal aufs Tor zu rennen. Hier, genau, wir haben einfach keine Gegnermannschaft. Wenn wir nach oben wischen, macht er diesen hier. Wenn wir zur Seite wischen, macht er diesen hier. Wenn wir zur anderen Seite wischen, zack, macht er diesen hier. Und wenn wir zur anderen Seite wischen, macht er diesen hier. Also, ich weiß nicht genau, was es jetzt für Skill-Moves waren, aber es waren auf jeden Fall ziemlich wilde. Also ich glaube, das ist der Rainbow, das ist der zur Seite Ballrolle, das ist Flick, glaube ich, und das war zur Seite, das war Übersteiger. Ja, okay, also Leute, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, und natürlich, ganz wichtig, man kann sich diese Spezialbewegungen, auch neue Spezialbewegungen im Shop kaufen, wer Bock drauf hat, ja. Also ja, finde ich jetzt nicht so geil, aber kann jeder machen, wie er denkt. Ja, also genau, kann jeder machen, wie er denkt, aber 500 Gems für Spezialbewegungen würde ich jetzt nicht extra noch ausgeben wollen. Ja, wie schon gesagt, hier soll jeder für sich selbst entscheiden, aber wo war es? Bei alle Packs, glaube ich, oder? Bei Ressourcen, Spezialbewegungen, hier genau. Hier kann man nämlich nochmal alles, hier Hackenjob, öffnende Schussfinte, seitlicher Hackentrick, Roulette, Rückzieherdrehung, Hackentrick, Laufbahnwechsel, Flare Rainbow. Ja, weiß ich nicht so ganz, aber soll jeder für sich selbst entscheiden. Das heißt, Leute, irgendwelche Fragen noch offen? Gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Bis morgen und tschüss.